Rasant geht es dahin, heute Tag 16. Tag 16. Die letzten Tage war ich recht schnell im Finden. Es wird aber eigentlich auch immer einfacher. Oh, ein Hubertus. Ein Hubertus-Spezial. Das Schöne am Hubertus ist, das ist aus dem Weinviertel. Ich wohne im Weinviertel, also es ist ein hiesiges Bier. Hallo liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Arschloch Schandmaul auf Cover TV und heute unser Kalenderbier Hubertus Spezial. Und nachdem das ein Weinviertler Bier ist, wir hier im Weinviertel sind und der Bär auch im Weinviertel wohnt, hallo? Ja, haben wir gesagt, ist das ideal für uns zum Verkosten. Und es riecht gleich so, als würde ich es trinken wollen. Ja, richtig hin. Sehr gut. Ja, sehr süffig. Schmeckt richtig gut. Also, richtig gut ist natürlich jetzt ein schwieriger Ausdruck. Man muss sagen, es hat ziemlich viele Stammwürze. Mhm. Mit 14,7%, also 14,7 Grad Stammwürze. 6,5% Alkohol ist das schon ein sehr kräftiges, sehr kräftig. Ja. Auch im Nachgeschmack sehr, sehr präsent. Kräftiges. Gleichzeitig aber vom Abgang her sehr leicht und auch wenn es die Zunge reinhältst, es schmeckt total lecker. Mhm. So, nicht, ich habe ja schon stärkere Biere getrunken, wo also sich am liebsten nicht nur die Zunge, sondern die Zehennägel auch noch aufrollen sollen. Weil es einfach nur, nein, bitte nicht über meine Lippen, aber das ist wirklich gut. Ja. Mir ist nämlich aufgefallen, dass höherprozentige Biere oftmals einfach mir nicht mehr schmecken. Ja. Die werden zu schwer. Vom Geschmack her einfach. Die legen sie dann dermaßen im Mund an und das ist so. Man, da schluckt es nicht. Ja. Das ist. Die füllen zu sehr den Magen. Aber das ist noch im Bereich des Süffigen. Ja, also wirklich grandios. Schau gerade so, weil. Es sind da kleine Bläschen noch drin. Es ist nämlich, die Gläser sind eine Replik aus dem 13. Jahrhundert von einem Fund aus einer Kapelle in Deutschland. Mhm. Das sind sehr schöne Gläser. Ja. Und wenn ich sie nicht hier verwende, wann soll ich sonst verwenden? Genau. Obwohl ja beim Bieradventkalender ein Bierverkostungsglas dabei ist, aber es ist halt nur eins und wir sind zu zweit. Weil alleine verkosten mag ich deswegen nicht, weil eine Zunge alleine zu subjektiv das Ganze macht. Mhm. Da trinken wir mal weiter. Trinken macht auch keinen Spaß. Ah, sollte man hinten was hören, sind es die Kinder. Ja, die Brauerei gibt es schon seit 1454, damit also... Fast so lange wie die Kinder. Nein, also wie gesagt, 13. Jahrhundert, 15. Jahrhundert, 200, was sind schon 200 Jahre unter Freunden. Beim Bierbrauen. Ja, na, wir hatten ja letztens das Gablitzer, das ist ja erst 5 Jahre alt, ja. Die Brauerei. Mhm. Ja. Und die kanntest du noch nicht? Nein, ja? Die kannte ich nicht, obwohl ich gerne in Gablitz... Ja. Und ich habe auf die Homepage geschaut, die haben viele verschiedene Biere. Mhm. Ja? Also gilt es einmal zu testen. Unbedingt, also, da könnte man direkt eine Kurzserie über Gablitz machen. Ja, gut. Also wenn euch diese Adventkalender interessieren, hier unten habt ihr die Links. Ansonsten abonnieren nicht vergessen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Übrigens... Dabei nutzt das Abonnieren alleine inzwischen auch nichts mehr. Man sollte sich vielleicht eine E-Mail-Benachrichtigung einstellen. Kann man. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Bier. Es grüßen euch Arnulf und der Bär.